Hallo zusammen, ich bin der Game Rocker und ich werde gerade angegriffen von ein paar Soldaten, die uns als Banditen halten. Das kann doch nicht sein, da müssen wir doch gerade kämpfen. Und wir kämpfen und ich tue in dieser ja, Phase jetzt von dem Spiel, warte, automatisch Kampf nehmen wir auch gerade wieder raus, weil ich wollte schnell erklären, wie das mit dem Kampfsystem funktioniert. Du siehst, das sind meine Gegner. Leider kann man Karten nicht drehen, das finde ich schade, da hat es Hindernisse auf dem Weg. Ich kann jetzt zuerst einmal meine Leute positionieren und ich würde dich gerne hier positionieren. Dann bist du der Krieger. Zeig mal schnell. Ja, du bist der Krieger. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Greifst dann die an. Du kommst mit. Und du gehst dann hier außen rum und probierst von der Seite her zu kommen. So habe ich es jetzt positioniert. Ich bin bereit. Und jetzt läuft es so. Ich habe 5 Karten, die habe ich vorher ausgesucht, das habe ich dann vergessen zu sagen. Scheibe. Ja, noch macht nichts. Auf jeden Fall bin ich am Zug, ich habe gewisse Zeit. Und ich kann jetzt mit einem von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 einen Zug machen. Und nachher ist der Computer dran. Und dann muss ich mit einem von den anderen 5 einen Zug machen. Dann ist wieder der Computer mit einem von den anderen 5 dran. Und so weiter und so fort. Erst wenn ich mit allen gezogen habe, kann ich dann wieder auswählen, mit wem als ich als erstes will, etwas machen. Ich tue jetzt aber als erstes einfach mal einen abschiessen, würde ich sagen. Wie sieht es mit dir aus? Ein Schuss. Also, Schuss. Wieso musst du dort hin? Ah, du musst geradeaus. Ah, der hat ja gleich noch ein bisschen Power gehabt dort. Mist, okay. Also das bedeutet, ich muss mal schnell schauen, was ich da eigentlich für Karten habe. Berührendes Chaos, senkt Gesundheit um 5, Energie um 2, Blut, geistige Rüstung, Heilig, senkt Gesundheit um 10, Durst nach Rache, senkt Angriff um 5, erhöht Angriff um alle benachbarten Einheiten. Okay, also schau, du Krieger, kommst jetzt mal da führen. So, und dann mach schon mal einen auf Verteidigung. Finde ich gut. Ja. Mach jetzt das. So, das ist gut. Dann habe ich jetzt den Zug fertig gemacht, oder? Jetzt kannst du eigentlich machen. Oder kann ich jetzt mit dir noch fahren? Wahrscheinlich nicht. Du kommst führen, greifst mich du an. Autsch! Ja! Du hast mich angegriffen. Gut, dann komme ich mit dir. Nein, ich komme mit dir hier hin. Und dann könntest doch du. Kannst du nicht schiessen? Kraftstoß, Aderlass. Nein, ich kann doch nicht schiessen. Mist, Rückprall. Täusche brauche ich eigentlich gerade nicht. Kommt das okay? Wie kann ich jetzt den Zug beenden? Ah, oder kann ich mit dir jetzt auch fahren? Nein, eben nicht. Ich kann nur mit dir fahren. Also, es wäre mir jetzt etwas gewesen. Aber ich müsste doch da können. Ja, das unterbrechen geht nicht. Zug fertig geht nicht. Zug beenden, nein, geht nicht. Da, was habe ich eigentlich da noch? Feind am Zug. Was hast denn du gemacht? Ah, das tut nicht gut. Das tut gar nicht gut. Schau, sie winkt da schon. Komm da hin, komm da hin. Mit dir komme ich jetzt gleich mal bis da hin. Ah, nein, ich komme bis da hin. Das ist im Fall okay. Und dann, Runde beenden, da. Ist okay. Komm. Ja, du schiessest auf den, aber triffst. Okay. Mach nichts, mach nichts. Mit dir. Warte schon, warte schon, warte schon. Wie weit kommst du? Mit wem kannst du noch fahren? Mit dem kannst du noch schiessen. Dem, das ist irgendein so ein Mönch. Also da. Also ich kann mit dir. Wo bist du da reingekommen? Da kommt schon gut. Doch, doch, das kommt schon gut. Und dann haben wir Deckung. Aber die brauche ich eigentlich nicht, weil du kommst ja. Oh, mal, du kommst so weit.
Ah, dann mach die Deckung lieber. Schadensteilig, Gesundheit aufteilt. Gleichen Teil zwischen Gesundheit und Energie. Beendet den Zug nicht. Mach das mal schnell. Und dann gehen wir die Runde ganz schnell beenden. Ihr seht, ich wüsste, dass du kommst. Au, 9! Krass. Mit dir komme ich jetzt da gerade hinten nachher. Im Fall. Und. Nein, du brauchst aber gar nichts. Ich könnte höchstens. Nein, jetzt kann ich eben keine Karte mehr spielen. Also mach die Runde fertig. Du kannst auf den schiessen, das ist mir egal. Ich komme mich dann holen. So, jetzt kann ich wieder anfangen. Ich würde aber am liebsten gerade mit dir anfangen. Nein, würde ich nicht. Ich würde am liebsten dich fertig machen, aber dann kannst du mich dreimal angreifen und du hast eben nicht so viel Gesundheit. Also mache ich das so. Ich greife. Ja, die sind ja beide nichts. Ich greife. Nein, halt, ich greife dich an. Dann machst mir du den bitte gerade fertig. Zack, genau. Right. Jetzt kommst du zwar, aber da habe ich keine Angst. Komm ich mit dir jetzt da durch? Nein, schade. Also den kann ich fertig machen. Was ist das? Wie jetzt kommst du? Du kommst eben nicht so weit. Du könntest den angreifen, oder? Dann wärst du tot. Dann wär der tot. Ja, komm, greifen an. Machen fertig. So, lauf das. Du bist ein Heiler. Den müssen wir dich killen. Irgendwie. Zuerst machst du aber den hier fertig. Und zwar mit einem stinknormalen Angriff. Doppelschlag. Nein, stinknormalen Angriff. Komm, der geht's auf. Da. Ja, schieß du nur, das ist okay. Mit dir werde ich jetzt eigentlich auf dich schiessen. Gott, nein, kann ich auf dich schiessen? Ja, Todesschuss. Warte schnell, wie viel hast denn du noch? Du bist eigentlich eh tot. Einer von euch zwei wollte ich fertig machen. Dich nicht, dich auch nicht. Ich kann nur dich angreifen. Wahrscheinlich, weil ich zuerst da hinten muss stehen und dann durch meine Leute muss durchschiessen. Ach komm, schiessen aber. Ja, genau so wie ich es gedacht habe. Da. Kann ich jetzt mit dir wieder retour? Nein. Warte, ich muss mit dir mal da ein bisschen führen kommen. Komm da mal ein bisschen führen. Gib mal ein bisschen Gas. So. Jetzt kannst du wieder alle heilen wahrscheinlich. Ich könnte mit dir da mal schnell da rüber hoppeln. Ich drücke immer die falsche Taste. Wieso kann ich mit dir nicht da rüber hoppeln? Ich muss doch mit dir. Ah, du bist noch dran. Du bist noch dran. Das ist das Problem. Beschleunigung. Das hätte ich sollen machen. Scheibe. Kann ich das jetzt noch machen? Im Nachhinein? Nein, natürlich nicht. Blöd. Also, tun wir den Zug mal beenden. Und dann kommt da wieder jemand. Hallo, wieso kommt da jetzt nochmal jemand? Finde ich jetzt mega unfair im Fall. Hey, mega unfair. Autsch, Scheibe. Das ist nicht fair. Also, wahrscheinlich jetzt müssen wir da mal schnell ein bisschen heilen, glaube ich. Würgegriff. Heilung. Und zwar. Dich. Was verreckst du mir denn du? Du machst auch irgend so heilige Sachen. Jetzt kannst du da überlaufen. Lauf. Und Rückschlag bringt mir nichts. Deckung, Wut bringt mir alles nichts. Machen wir die Runde fertig. Du kannst wieder auf ihn schiessen. Jawohl, jetzt bin ich aber wieder dran. Und zwar mit dir. Kann ich da gerade angreifen? Nein, aber mit dir. Wie kommst du? Kommst du da hin? Ah, warte schon, mit dir könnte ich doch auch da hin und Doppelschlag machen.
Schadensteilung, nein, den Doppelschlag wollte ich eigentlich machen. Komm du mal da hin. So, jetzt schwerer Schlag, Doppelschlag. Er darf 4 Stunden zu Sonnenenergie, senkt ihre Angriffe um 1. Ah, wobei, das brauche ich nicht. Ich schlage euch ja so oder so. Wenn du jetzt den angreifst. Warte. Kann ich jetzt nicht mehr angreifen oder was? Ah, ich kann nur den angreifen. Ja, also macht der fertig. Der braucht es nicht. Oder die! Entschuldigung! Ja, der verreckt mir, der verreckt mir. Wie weit kommst jetzt du? Kannst du den angreifen? Er teilt 21 Schaden. Komm, mach das mal. Gut, weil dann ist er da wieder dran. Hat zwar keine Power mehr. Kannst du ihn fertig machen? Dann mach ihn fertig. Sehr gut. Jetzt nimmt er noch eine Karte und. Autsch! Das hat aber weh da, mein Lieber. Du kannst doch jetzt schiessen auf den. Kannst du nicht? Mist. Dann kommst du da führen. Und wir erhöht den Kontraangriff um 9. Ja, aber der bringt mir momentan 9. Ja, 13, 7. Oh, knapp. Das wird knapp. Kannst du jetzt den angreifen? Mit einem. Warte. Mit einem normalen Schuss längt es nicht. Also musst du treffsicher sein. Komm. Du musst von da hinten. Da wirklich nur geradeaus. Ah, du kannst wirklich nur geradeaus schiessen. Aber, hey, gewonnen! 15 Tricks, so Steine bekommen. Plus ein bisschen Gold. Eine Spiegelscherbe. Pallianische Barbaren haben. Halte den Spiegel für einen Hexentrick, die dazu bestimmt sind, einen Teil von der Seele zu stellen. Ihre Schamanen benutzen Spiegelscherben, um Amulette herzustellen, wo von der Macht besiegter Feind durchdrungen worden sind. Wow, das ist cool, habe ich die jetzt aber. Dann bist du Level up. Sehr gut, dann schliessen wir die Geschichte. Und schauen, was meine Gefährten machen. Sie sind nämlich demoralisiert. Sie haben sich verteidigt, aber sie haben die Wache der Berkaner getötet. Wenn das jemand herausfindet, sind sie all in, bin ich und alle in ernsten Schwierigkeiten. Darüber hinaus befürchten meine Männer, dass es nicht das letzte Gefecht mit meinen Kameraden oder mit ihren Kameraden könnte gewesen sein. Ja, das ist halt so. Kann ja auch nichts dafür. Okay, wir gehen auf dem Keimpfad weiter. Ja, also es gibt ja keine andere Möglichkeit. Darum laufen wir. 14, 13, 22, 21, das kostet tatsächlich alles Strixis Stein. Am Stadtrand von Dinfold Village kommt ein einsamer Reiter in Sicht. Sein Pferd trottet kaum voran. Es sieht so aus, als wäre es ohne Pause galoppiert. Der Reiter, ebenso erschöpft, bemerkt mich erst, wo ich ihn einhole. Der Krieger stellt sich in die Steigbügel auf, starrt der Reisende an und ruft: Also, wenn das mal nicht der Ramlin ist! Bleib stehen, du Schwachkopf! Ja, du da! Erkennst du deinen Befehl aber nicht? Der Ramlin. Der Kerl zuckt erschrocken zusammen, wo der Krieger erkennt, seufzt er erleichtert. Oh, hallo Hauptmann-Krieger, was führt euch denn da hin? Ich bin gerade auf dem Heimweg. Es ist gar nicht weit weg von hier, eigentlich. Ja, wieso willst du heim? Der Krieger schaut skeptisch auf die nahe liegenden Häuser. In dem Dorf geht niemand irgendwo hin, ohne sein Ross. Hä? In diesem Dorf geht niemand irgendwo hin und dein Ross braucht jetzt zuerst mal einen Rast? Lieber Mann, du reitest das arme Vieh zu Tod, du Trottel, steig ab, bevor es unter dir zusammenbricht. Der Ramlin steigt vom Gaul und ist total erschöpft
und das total erschöpfte Tier taumelt und geht zu Boden. Ich werfe dem Jungen, der Junge wach einen vorwurfsvollen Blick zu und steige ab, um mit ihm ein Wort zu wechseln. Ja, weil das geht ja gar nicht, dass du da Resser zu Tod reitest. Atme tief durch, Bub. Immer mit Ruhe. Jetzt sag mir eins. Wir sind gestern an Dutzend Ortschaften vorbeigekommen, haben aber keinen einzigen Mensch getroffen. Weißt du, was da los ist? Er keucht. Ich weiss es nicht. Hab bei keinem Dorf Halt gemacht. Ich hab nicht viel Zeit gehabt. Aha, okay. ich glaub dir einfach nicht. Das ist mein Problem. Hast du etwas Ungewöhnliches auf deinem Weg einer bemerkt? Wie hast du dich überhaupt so lange im Sattel können haben? Alles klar, wir müssen weiter. Hast du etwas Ungewöhnliches gemerkt? Fußabdrücke vielleicht? Vielleicht von innen? Sieht aus wie eine Gruppe von Rössern, die grösser ist als die Euche. Ich kann sie nicht sehen, obwohl ich ohne Pause geritten bin, aber ich vermute, dass sie auf unseren Mann hier zusteuern. Aber zu dem will ich im Fall. Das haben wir auch bemerkt. Ich zerbreche mir regelrecht den Kopf über die Gruppe. Der Grösse noch zu urteilen, sehen sie nicht wie eine Patrouille von Berkana aus. Könnten Plünderer sein. Ich hoffe, sie entdecken unser Dorf nicht. Das hoffe ich auch. Ich habe in dieser Region noch nie Banditen gesehen. Da ist doch nichts von Wert für das Gesindel. Zudem ist jedes Haus gut bewaffnet. Das Risiko lohnt sich doch gar nicht. Außerdem hat man sofort ein Auge auf den Menhir. Sollte es nötig sein. Ja, okay. Also gut, wir kommen dann später um die mysteriösen Reiter. Interessiert es mich, wie lange du dich hast können, so lange im Sattel halten konntest? Weil wahrscheinlich hast du irgendwelche Drogen oder so genommen. Ist mir eigentlich gleich. Darum, wir müssen weiter. Ja, gewiss. Ich schaue bei der Großmutter vorbei und gehe dann zum Menhir. Nachher werde ich wohl zum Stein zurückkommen. Nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt. Halt mir, ich laufe nicht davon. Ja, aber du drückst dich vor Arbeit. Oder so. Gang einfach! Niemand beschuldigt dich für irgendetwas, als ob wir heute nichts anderes zu tun hätten, als uns um so etwas zu kümmern. Geh zum Turm oder zu deiner Großmutter. Das interessiert niemand! Richtig, hau ab! Und wir reiten weiter durch die wunderschöne Landschaft. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es wahnsinnig cool gemacht finde. Sehr schön gezeichnet, sehr schön dargestellt. Ich komme an einem Dorf vorbei, die Strassen sind seltsamerweise leer. Ich habe eine heilvolle Vorahnung, aber ich tue sie ab. Zu dem Zeitpunkt ist mein einziges Ziel der Menhir. Alles andere kommt an zweiter Stelle. Der Flit kommt und sagt, die Dorfbewohner müssen sich in der Nähe vom Heiligen Stein versammelt haben, sagt der Flit. Es ist doch immerhin ein Viertig. Was haben wir denn für ein Viertig? Ich stimme erleichtert zu. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir feiern, aber ich stimme zu. In der Tat werden in den Dörfern nahe von den Menhir traditionelle Frühlingsfeste gefeiert. Aha. Ich bin in Gedanken versunken und habe nicht gerade gehört, wo mich jemand anspricht. Das habe ich nicht gehört. Der Flitter ruft mich erneut und deutet auf die Strasse. Dort raucht etwas und die Aasfresser kreisen um die Rauchschwaden. Ich würde sagen, das ist irgendwie hier. He? Ich werde langsamer und beschliessen, genauer hinzuschauen. Also, geht langsamer hier hin und schaut, was denn da ist und wieso, dass hier die Aasgeier um einen Kreisen. Oh, legst du mir, aber schau, da hat es irgendwie schon wieder eine Schlacht gegeben. Krass. Da sehe ich Flüsse voller Blut und Leute hängen da und sind aufgespießt. Also da ist irgendetwas abgegangen. Wollte ich das wirklich durchsuchen? Wollte ich das wirklich anschauen? Oder wenn wir nicht schnell eine kleine Pause machen? Nein, warte, wir nehmen das schnell mit in den Haufen von Leichen.
ein Haufen von Leichen liegt mitten auf der Straße. So viele Leichen, Männer und Frauen, alt, jung, ja sogar Kinder. Dort steht ein zusammengeschustertes Gerüst und einige Speere ragen aus dem Boden. Bei dem Geruch von Blut wird mir schwindelig. Ich taumle näher hin und sehe am Maul und ziehe am Maul von meinem Ross. Verbrennt und zerrissen. All die Menschen sterben, ohne ein Geräusch zu machen. Sind gestorben. Aber wir bleiben in der Gegenwart. Ihre Mühler sind voller Dreck. Abgehackte Gliedmassen liegen in der Nähe. Sie drehen sich langsam um. Also ich. Die Gleda steht in der Nähe und hebt den Griff von ihrem Schwert fest. Die anderen stehen weiter hinten und sind wie erstarrt. Gleda schluchzt. Sie ist erstarrt, auch wie alle anderen, und kann kein Wort sagen. Ihr ist kotzübel und sie rennt auf ihre Schlaffe bei davon. Da sieht man übrigens da all die Leichen, die rumliegen. Ich sage, ich befehle den Männern, den Gleda zu helfen und Abstand zu halten. Eine Art leisliches Heulen zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf mich. Ich schaue genau auf den Leichenberg und bemerke eine schwangere Frau, die darunter begraben ist. Sie ist schwer verstümmelt und wird ohne Hilfe nicht lang durchhalten. Oh mein Gott, ey, das Spiel macht ein mega krasses Kopfkino mit mir. Ey. Es scheint, als würde die Frau in ein paar Stunden entbinden. Wenn ich sie da sterben lasse, stirbt das Kind mit ihr. Aber wenn sie sie mitnehmen, wird sie eine grosse Last sein, besonders nach der Geburt. Das heisst, wenn das überhaupt passiert. Ah, oh Mist, jetzt muss ich mich aber wirklich krass entscheiden. He? Wirklich, wirklich krass entscheiden. Entweder lohne ich sie da, oder ich gebe ihr den Gnadenstoß, oder ich versuche ihr zu helfen. Der Gnadenstoß würde bedeuten, ich töte nicht nur die Mutter, sondern auch das Kind. Sie da lassen, heisst sie einfach verrecken lassen, ohne irgendetwas. Und wenn ihr helfen, habe ich ein Problem. Also du siehst, das Spiel stellt einem vor wahnsinnig schwierige Aufgaben. Und ich beende jetzt aber hier das Let's Play, weil die Aufgabe finde ich zu krass, um es weiter zu verfolgen. Du darfst gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ja, du das hättest wollen sehen oder weiterverfolgen oder nicht. Und sonst danke ich einfach vielmals, dass du diesen 10 Folgen dabei bist. Und ich hoffe, ich sehe dich dann irgendein anderes Mal wieder. Bei einem anderen Projekt. In dem Sinn. Cheers.